Hallo, hier ist der Onkel Waldemar von Schroff gezockt und 10.000 Abos für Finchi. Da sag ich erstens Prost, ne? Und zweitens, Zeit für ein Waldigramm, ne? Schön 90er-mäßig. Deswegen, ich hab das hier dabei und drück einfach mal Play. Represent Onkel Waldemar, Schroff gezockt. Aha. Wer ist der freshste Gamer der Stadt? Finchis Welt, Finchis Welt. Der auch Gaming-Tattoos hat. Finchis Welt, Finchis Welt. Wer trägt ne Brille und auch Bart? Finchis Welt, Finchis Welt. Ist außen und auch innen zart. Finchis, Finchis Welt. Finchis, Finchis Welt. Finchis Welt. Finchis, Finchis Welt. Finchis Welt. Finchis, Finchis Welt. Bis nach Polen. Finchis Welt, Finchis Welt. Wer wird sich auch die Switch Lite holen? Finchis, Finchis Welt. Wer hört Sabaton echt gern? Finchis Welt. Von dem kann jeder noch was lernen. Finchis Welt, Finchis Welt. Wer bleibt noch da, wenn alle gehen? Finchis Welt, Finchis Welt. Denn Finchi ruht seit 2010. Finchis, Finchis Welt. Finchis, Finchis Welt. Ja, Mahlzeit. Ich hatte mir eben was zurechtgelegt, was ich sage. Und jetzt ist alles weg. Frohes neues Jahr erstmal an alle. 2012 ist da. Ich habe eine kleine Mitteilung. Mein YouTube-Kanal, den werde ich versuchen, ein bisschen aufzumöbeln. Ich wollte einfach mal, oder ich werde auf diesen Zug aufspringen, den momentan alle fahren, und zwar diese Gameplay-Videos. Mal sehen, was damit wird. Ich habe eine Kamera. Ich habe mir ein HD-PVR bestellt. Ich habe mir ein neues Movie-Programm bestellt. Wie das Ganze dann wird, warten wir mal ab. Im Grunde genommen war es das schon. Im Grunde genommen hat der Einspieler vom Onkel Waldemar plus dieses, was ihr gerade eben schon gesehen habt von mir, und dass ihr mich jetzt hier so sitzen seht, perfekt meinen YouTube-Kanal hier zusammengefasst. Aber natürlich ist das nicht alles, denn ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem 10.000 Abonnenten-Special. Und wenn ich das jetzt so ausspreche, wenn ich jetzt sage 10.000 Abonnenten, dann ist das mittlerweile jetzt, wo ich mich die letzten Tage so ein bisschen damit befasst habe, ein unfassbar krasses Ding. Und ich freue mich wirklich mega, dass wir das hier zusammen quasi aufgebaut haben und geschafft haben und wie sich das Ganze über die Jahre entwickelt hat. Und ich dachte mir so als kleines Special, habe ich natürlich ein paar Gastbeiträge bekommen. Ne? Ich habe mir gedacht, wir fassen so meinen Kanal die letzten Jahre mal so ein kleines bisschen zusammen. Wir gucken uns mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie sich mein Raum hier unten entwickelt hat, wie ich mich entwickelt habe. Und wie das Ganze hier so gewachsen ist. Und es gibt natürlich auch noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Klein ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen untertrieben, denn es ist, glaube ich, eines der größten Gewinnspiele, die ich so in meinem YouTube-Dunstkreis hier irgendwie so mitbekommen habe. Ich glaube, da gab es noch nicht viel größere Gewinnspiele. Und damit werde ich, glaube ich, nicht übertreiben. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit meinem 10.000 Abonnenten-Special. Moin Finchi und Moin Finchi und herzlichen... Ich kann das nicht. Nee, das geht nicht. Nee, der Hintergrund, ich finde den... Nee, der passt nicht. Ich brauche irgendwas, was besser zu einem Finch passt. Moin Finchi und herzlichen Glückwunsch zu deinen... Nee. Da komme ich mir vor wie auf einer Casting-Couch hier. Ja. Das könnte passen. Moin Finchi und herzlichen Glückwunsch zu deinem...
Es ist viel zu dunkel hier in der Ecke. Ja, nichts im Hintergrund, was stört. Das Licht ist gut, man hört mich gut. Dann fange ich mal an. Moin Finchi und herzlichen Glückwunsch zu deinen 10.000 Abonnenten. Ja, wer hätte gedacht, dass du mit deinen Bewegtbildproduktionen so eine Reichweite erreichen würdest? Verdient, würde ich sagen. Und in diesem Sinne viel Spaß bei den weiteren Videos und noch mehr Erfolg und hau rein. Als ich damals mit YouTube angefangen habe, da waren die Leute, die so hier auf YouTube unterwegs waren, das waren tatsächlich noch komplett andere. Ja, mittlerweile, es hat sich so über die Jahre alles so irgendwie verändert. Ne? Ich habe damals angefangen, da waren Leute wie Rainer Schauder, wie Jetewin, wie die Frau Zimmi oder sogar noch ein Bumbi, der mittlerweile für mich komplett aus meiner Bildfläche irgendwie verschwunden ist oder von meiner Bildfläche so, weil, ich weiß nicht, er streamt, glaube ich, hier und da, aber irgendwie kriege ich das so alles gar nicht mehr mit. Und die anderen Leute sind mittlerweile zu irgendwelchen sind zu Podcasts übergegangen oder zu einer Redaktion, die sie führen, einer Online-Redaktion oder. Aber die wenigsten der Leute von damals machen wirklich noch YouTube-Videos. Finde ich ein bisschen schade, ist aber natürlich vollkommen logisch, denn wenn ich mal zurückdenke, mein erstes Video auf diesem Kanal, wo ich gedacht habe, okay, du könntest YouTube-Videos machen, das war schon 2011. Mit meinem Kanal so richtig gestartet bin ich dann tatsächlich so Ende 2011 bis Anfang 2012, ne, das war ja auch dieses Ankündigungsvideo, was ihr eben kurz gesehen habt. Und klar, in dieser langen Zeit sind natürlich viele Leute einfach von diesem Hobby wieder weggegangen. Ne? Klar, für die meisten ist es ein Hobby, für mich ist es auch irgendwie ein Hobby. Wobei ich mittlerweile sagen muss, es ist mehr als ein Hobby, denn es ist wirklich eine Leidenschaft geworden, dass ich das hier einfach gerne mache, dass ich mich gerne vor die Kamera setze, mit der Kamera quatsche, in dem Fall jetzt erstmal, weil mit euch in Kontakt trete ich ja erst, wenn das Video online geht. Deswegen ist es war für mich anfangs vor allen Dingen sehr, sehr komisch, mich vor die Kamera zu setzen und in die Kamera zu quatschen. So, ich habe immer neben das Display geguckt, das machen viele diesen Fehler. Ich habe immer gedacht, okay, hoffentlich hört mich hier niemand im Haus so. Und ich meine, es ist fast niemand im Haus. Meine Frau weiß, dass ich das mache, meine Tochter weiß, dass ich das mache, meine Oma weiß es nicht, aber keine Ahnung, ist ja auch vollkommen Wurst. Auf jeden Fall habe ich immer gedacht, okay, nicht, dass das jemand irgendwie hört oder so, habe immer leise gesprochen und so. Weiß ich nicht, das war alles irgendwie, der Start war so ein bisschen holprig, ich wusste nicht, was ich machen soll, wie viele das haben, so wenn sie einen Kanal starten. Ich wusste, dass ich meinen großen Vorbildern, sage ich mal, die ich eben so genannt habe, nacheifern wollte. Ich wollte auch so etwas machen wie sie, aber auf meine Art. Aber natürlich kommt dann irgendwann so eine Phase, wo das halt nicht so funktioniert, wo man sagt so, warum, ich kann das doch jetzt so nicht machen, dann mache ich das dem oder dem doch nach. Und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie war das am Anfang alles so ein bisschen schwierig und ich habe dann irgendwann doch meinen eigenen Stil gefunden und den habe ich, glaube ich, bis heute nicht verloren, auch wenn die Videos sich natürlich stark verändert haben, im Gegensatz zu früher, allein schon von der Qualität her, von der Videoqualität und allem natürlich. Aber YouTube hat sich halt einfach im Laufe der Jahre verändert und ich bin immer noch da. Und das finde ich irgendwie, das ist das, wo ich selber auch sehr stolz drauf bin, dass ich wirklich ein Hobby, ich habe mein Leben lang Hobbys geändert, ne? Klar, jeder macht das, man hat mal dieses Hobby, man hat mal das Hobby, klar, zocken und die Videospiele an sich, das ist ein Hobby, was mich mein Leben lang schon begleitet, aber dieses Thema YouTube und YouTube-Videos machen, dass ich das jetzt 8 Jahre durchziehe, finde ich, da bin ich selber stolz drauf und dass ich geschafft habe, in diesen 8 Jahren über 1200 Videos hochzuladen, wovon viele auch, ne, Let's Plays und Vlogs und so ein Kram sind, aber 1200 Videos in 8 Jahren, da bin ich sehr stolz drauf, tatsächlich. Das kann ich sagen, da habe ich wirklich was Krasses geschafft, sage ich mal. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich doch schon sehr, sehr stolz drauf bin, dass ich immer noch hier bin und dass ich immer noch ein Teil dieser YouTube-Sache hier bin. Ja. 10.000 Abonnenten. 10.000 Abonnenten hat er geschafft. Und ich habe das noch nie geschafft. In all meiner Zeit, in all meinen Jahren. Ich habe jetzt alles gemacht. Ich habe jetzt so eine beschissene Maske angezogen. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich riesig für dich, für deine verdammten 10.000 Abonnenten. Was ist da passiert, Alter? Du weißt ganz genau, ich gucke fast alle deine Videos. Ich bin schon seit langen, langen Jahren treuer Abonnent und habe gerade damals, wo ich aufgehört habe mit YouTube, deine Monatsrückblicke verschlungen. Ich fand das einfach super gediegen, schöne Feierabendvideos, die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch super schön, dass du jetzt mittlerweile einen richtig guten Mittelweg gefunden hast für deine Videos, die so ein Mittelweg, der dir selbst gefällt, aber auch eben deinen Fans auch und deswegen, das sieht man auch an den Anstieg deiner
deiner Reichweite. Es ist einfach toll und mich freut es riesig. Deswegen, ich hoffe, das geht weiter so und wir sehen uns bei den 100.000 Subscriber Special. So soll es ausgesprochen sein. In diesem Sinne, ich mache mich jetzt vom Acker und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und herzlichen Glückwunsch nochmal. Ciao. Hallo, ich bin... Jetzt hänge ich ja bekanntlich gar nicht mehr so auf YouTube rum, guck aber trotzdem mal alle paar Wochen, Monate, was machen denn die alten Hasen eigentlich noch? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, Mensch, der Finchi, was geht denn bei dem? Läuft ja voll. Das habe ich halt überhaupt gar nicht mitbekommen. Und bin ich vielleicht auch ein bisschen neidisch, dass der Finchi eigentlich so diesen kompletten Oldschool-YouTube-Gedanken einfach vor die Kamera und reden und Sammlung zeigen und so weiter und so fort einfach noch bis heute halt weitermacht. Punkt 2, wenn man es damit halt einfach schafft, ohne dass man sich jetzt übermäßig an größere YouTuber dranhängt, um von denen gepusht zu werden. Oder halt natürlich das Glück hat, ein virales Video zu landen, wie andere Leute. Und damit trotzdem halt Klicks zu kriegen und Abonnenten zu kriegen und dann halt die 10.000 zu knacken im Jahr 2019, ist das mega krass. Und ich finde, da kann er auch komplett stolz drauf sein. Und mich freut das halt auch total. Und deswegen, hier, Finchi, ohne Scheiß, bleib einfach dabei, mach, was dir Spaß macht. Offensichtlich klappt das alles und es läuft. Und auf dich und auf die nächsten Abos, die eintrudeln werden. Mit meinem ganzen YouTube-Ding, mit meiner Sammelleidenschaft, die ich dann wieder zurückbekommen habe. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang auch Sachen gesammelt. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe früher leere Pringles-Dosen gesammelt. Ich habe als Kind habe ich von Chupa Chups diese Chupa Caps und irgendwelche anderen Sachen. Ich habe alles gesammelt. Ich habe Panini-Bilder gesammelt. Ich habe Telefonkarten gesammelt. Ich habe Briefmarken gesammelt. Ich habe einfach alles schon irgendwie gesammelt. Ich habe Cola-Dosen damals gesammelt. Ich habe einfach alles irgendwie gesammelt. Und das Ding mit den Videospielen, das war immer mal so präsent. Ich habe als Kind früher natürlich ein paar Sachen auch cool gefunden. Ich wollte mir das als Kind immer schon alles schön hinstellen. So. Ich hatte immer so ein Hi-Fi-Rack früher, wo mein Fernseher oben drin stand. Ich weiß noch, das war ein 33 cm Durchmesser-Fernseher, den ich zur Kinderkommunion bekommen habe. Der stand oben drin. Besonders stand ein Super Nintendo mit den Spielen daneben in so einem Schuber, sage ich mal, von Nintendo Original sogar. Und das fand ich damals alles cool, wollte ich immer schön haben, so als Kind sogar schon. Und das hat dann im Laufe der Jahre so immer mal wieder gewechselt. Ich habe ein bisschen mehr gesammelt, habe wieder ein paar Sachen verkauft, habe wieder weniger gesammelt. Dann hat mich wieder eine Zeit lang nur World of Warcraft interessiert, um mal so in die neuere Zeit zu kommen. Da habe ich die Wii mehr oder weniger komplett verpasst irgendwie. Ja, und dann, als YouTube kam, da ging es richtig rund mit dem Sammeln. Wer meinen Kanal von Anfang an verfolgt, ich weiß nicht, ob ihr könnt ja gerne mal, falls ihr jetzt dabei seid noch, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wer ist noch dabei von damals, als ich noch im Wohnzimmer oben meine Videos gemacht habe. Das würde mich mal mega interessieren. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, wenn ihr meine Videos aus dem Wohnzimmer oben noch kennt. Denn dort hat das Ganze angefangen. Ich hatte meine kleine Ecke mit meinem Schreibtisch und habe dort gesessen und Videos aufgenommen. Ich habe dann Konsolen nachgekauft. Ich habe damals die Wii nochmal gekauft, weil es die Wii U damals ja noch nicht gab. Die kam erst Ende 2012 oder die PS4 gab es auch noch nicht und ich habe dann irgendwie alles mögliche so nachgekauft und die PS3 hatte ich wohl. Klar hatte ich die. Ich habe auch vorher auf Trophäen gespielt, die Idiot. Ja, und da wurde irgendwann der Platz zu klein da oben. Ich hatte meinen Schreibtisch, das unten, das Ding war voll mit Spielen, die andere Seite war voll mit Collectors Boxen, die ich da eingestapelt habe. Filme habe ich ja auch gesammelt damals noch. Und das wurde einfach zu wenig. Und dann habe ich damals entschieden, diese Garage hier unten umzubauen. Ja, moin, Finchi Kumasi hier. Herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Abonnenten. Ich drücke die Daumen, dass es weiter stetig steigt. Und ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, weil damit ich mir halt merken kann, was ich dir alles so sagen möchte. Also, mach weiter so. In diesem Sinne, bis Densen. Dass das Ganze so cool wird und dass das Ganze wirklich so umgesetzt wird, wie ich mir das damals vorgestellt habe, das hätte ich damals nicht gedacht. Ich habe immer gesagt, ja, ich baue meine Garage um und blablablu, aber dass ich wirklich hier ernsthaft eine Heizung reinbaue, dass ich hier eine Türe reinbekomme. Ich dachte immer, ich mache einfach das Garagentor auf und zu und sitze dann halt hier so. Dass das aber wirklich so professionell wird, dass ich wirklich einen Raum bekomme für mich hier unten, wo ich meine Sammlung präsentieren kann, wo ich sie cool hinstellen kann, das hätte ich damals echt nicht gedacht. Und es war anfangs mega viel Arbeit.
Ich habe das jetzt wieder gemerkt, weil wir jetzt in unserem Urlaub unseren Keller und alles Mögliche hier aufgeräumt haben. Und da kam wieder so viel alter Krempel von früher zum Vorschein. Und das war so ein bisschen so ein Flashback wie vor 7 Jahren, als ich hier diese Garage gemacht habe, weil ich da aus der Garage den ganzen Scheiß rausfriemeln musste. So, ich habe da mit meinem Onkel, meinem Vetter damals zusammen alles rausgeräumt und wir haben alles entsorgt und weggepackt und was weiß ich. Und dann habe ich angefangen und habe ganz behilfsmäßig mit meinem Schreibtisch in der Ecke gesessen, habe mit meinem Greenscreen-Tuch noch das Fenster hier zugeklebt, weil ich einfach nichts anderes hatte. Hatte meinen irgendwelche zusammengewürfelten Möbel, die ich von Leuten bekommen habe, die das nicht mehr brauchten. So habe mir das hier hingestellt und war erstmal zufrieden. Ich hatte meinen Raum, ich konnte hier sitzen, konnte hier laut sein, konnte hier bis in die Nacht alles anhaben und konnte zocken und Videos machen. Und das war eine geile Sache. Und dass das aber dann irgendwie sich entwickelt hat, wenn man das mal sich so anguckt über die letzten Jahre, wie viele Roomtouren ich gemacht habe, wie oft ich umgeräumt habe. Ich habe ja mindestens einmal im Jahr immer umgeräumt. Dieses Jahr ist es sogar schon das zweite Mal, weil ich mir neue Regale gekauft habe. Anfang des Jahres hatte ich ja schon mal hier umgebaut. Das ist das ganze Ding hier, diese Garage mit meiner Sammlung und das YouTube-Teil so, das fließt halt alles ineinander über irgendwie und ist zu einem Ding geworden, ne? Klar, weil wenn ich hier unten in meiner Garage was verändere, dann seht ihr das auch und ich präsentiere euch das und mache da irgendwie ein cooles Video zu. Deswegen, das mit der Garage hier unten, das ist schon, ja, hat schon eine geile Geschichte hinter sich, muss ich sagen. Hier gibt es schon wirklich viele Sachen zu erzählen, viele Dinge, die ich unten erlebt habe, die ich hier gemacht habe und ach, was weiß ich. Deswegen, ich werde auch wahrscheinlich so ein bisschen wehmütig werden, wenn ich irgendwann diese Garage hier unten wieder abbauen werde und werde in einen anderen Raum von diesem Haus hier ziehen, irgendwann. Ne, das ist einfach, das muss ich machen, weil hier, das ist immer noch eine Garage, ne, und hier wird es einfach auch ein bisschen feucht drin. Deswegen, ich habe Angst um meine Sammlung, ich habe hier einen Luftentfeuchter drin, ich habe hier die dicke Heizung ständig an, damit sie einfach immer trockene Luft hat. Ist natürlich trotzdem nicht optimal. Deswegen, irgendwann werde ich hier wieder raus. Und dann, ich weiß nicht, ob das Feeling wieder das gleiche ist. Vielleicht wird es anders, vielleicht wird es auch besser, aber na gut, noch habe ich die Garage, noch bin ich hier und es macht Spaß. Auf jeden Fall. Leute, Finchi hat 10.000 Abos geknackt. Was war das für ein Typ? Das ist ein Finchi. Finchi hat 10.000 Abos. Orbit an Mission Control. Ich bestätige, Finchi hat 10.000 Abos. Ja, mein Guter, du hast die 10.000 Abos geknackt. Natürlich darf der Mann von dem Kanal, mit dem du die Leute über das letzte halbe Jahr unendlich oft genervt hast, nicht fehlen. Und so möchte ich auch dir recht herzlich gratulieren vom ganzen Herzen für 10.000 Abos. Es freut mich natürlich sehr, dass mittlerweile du als ein Freund von mir ein selbstgestecktes Ziel erreicht hast und ich hoffe, die nächsten 10.000 kommen viel, viel schneller und der Content wird immer so schön bleiben, wie er jetzt ist. Bleibt mir einfach nur zu sagen, ich hoffe, du hast sehr, sehr viel Spaß mit dem Video gehabt, mit den ganzen Einspielern. Ich hoffe, die Zuschauer haben sehr viel Spaß und ich möchte das Video jetzt nicht zu lang werden lassen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Finchi hat 10.000 Abos. Bis denn. Als ich damals diesen Kanal hier angefangen habe, da hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange brauche, beziehungsweise dass ich so oft, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, ich komme auf so viel, wie lange ich brauche für meine Abonnenten und so. Nein, ich möchte sagen, als ich damals angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich doch die ganze Zeit in einem Entwicklungsprozess stecke. Ich hatte am Anfang gedacht, okay, du brauchst jetzt so eine ganze Weile, um deinen eigenen Videostil zu finden und dann machst du den einfach. Dass ich aber bis heute, wirklich 8 Jahre lang, ständig meine Videos verändere und andere Sachen mache und andere Sachen ausprobiere und mich weiterentwickle und die Videos sich weiterentwickeln und mein Equipment sich weiterentwickelt und. Das hätte ich damals gar nicht gedacht, ne, dass das sich wirklich so lange zieht, dass ich immer wieder neue Ideen habe, aber dass ich halt immer wieder versuche, die Sachen zu verändern, um den Content, den ich hier bringe, irgendwie interessant zu machen. Na klar, ich sag mir immer, ich mache das hier unten, natürlich, weil ich es gerne mache, weil ich es für mich mache, weil ich gerne meine Sammlung hier hinstelle. Ich setze mich gerne hier auf meinen Stuhl und gucke mir meine Sammlung an und
da macht es auch einfach gleichzeitig Spaß, wenn ich meine Sammlung filme und das irgendwie cool zusammenschneide, wie bei einer Roomtour oder irgendwie sowas. Aber das Ganze würde keinen Sinn ergeben, wenn ich es nicht doch hier hochladen würde. Ne? So, deswegen, man sagt zwar immer, ja, ich mache das gerne für mich und ich habe das einfach mein Hobby, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann könnte ich es auch auf meiner Festplatte lassen und zeige es einfach niemandem. Deswegen, ne, dass ich halt wirklich immer die Sachen ändere, um sie interessant zu halten, damit man sich das gerne anguckt. Ich weiß, es gibt viele Leute, die das auch vielleicht nicht interessant finden. Ist vollkommen logisch, wenn ich sehe, wie viele Leute mich im Laufe der 8 Jahre abonniert und wieder deabonniert haben. Ist ein bisschen traurig, das guckt man sich besser nicht an. Aber ich glaube, so geht es fast jedem Kanal. Ne? Ja, und deswegen denke ich mir, dass ich das so weitermachen kann, wie ich das aktuell mache. Ne? Dass ich immer wieder neue Ideen reinbringe, dass ich meine Videos immer mal wieder ein bisschen verändere und so. Ich bekomme ja von euch auch mittlerweile sehr, sehr viel Feedback, was mich sehr freut und ja, kann man so machen. Bevor das Ganze jetzt aber hier zu gefühlsduselig wird, würde ich sagen, springen wir mal zum nächsten Thema. Hallo, geschätzter YouTube-Kollege Finchi. Mit dieser personalisierten Nachricht möchte ich dir gratulieren zu 10.000 Abonnenten oder zu deinem anderen erreichten Meilenstein. Bravo, dein Kanal Finchis Welt gehört zu meinen absoluten Lieblingskanälen und ich verpasse kein einziges deiner Let's Plays bzw. eins deiner anderen entsprechenden Formate. Am liebsten gefällt mir dabei Snackstück. Mach weiter so, dann schaffst du sicherlich bald den darauf folgenden Abonnentenmeilenstein. Bis bald, dein bester Freund Raketenjansel. Kommen wir aber nun mal zu dem, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich das Gewinnspiel. Es wird wieder mehrere Pakete geben. Es gibt zum einen wieder ein Metal-Paket, es gibt ein PlayStation 4-Paket und es gibt ein Nintendo Switch-Paket. Ich möchte zu den einzelnen Sachen, ich zeige sie euch natürlich gleich, ich möchte aber gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, weil das wird Ewigkeiten dauern. Ich möchte nur vorneweg sagen, dass ich zum einen tatsächlich selber einige Sachen gekauft und organisiert habe. Dann habe ich natürlich auch Sachen gesponsert bekommen, sei es von Publishern, ne, beziehungsweise von einem Publisher. Werdet ihr aber gleich dann sehen. Und dann habe ich auch tatsächlich Sachen bekommen für Sammler. Und zum einen Musik, ich habe von einer Band habe ich was bekommen, das werdet ihr auch gleich sehen. Und ich habe auch was zum Sammeln bekommen, was für Sammler interessant ist. Aber das seht ihr dann gleich, denn ich würde sagen, wir fangen mal an mit den einzelnen Paketen. Oh Gott, und jetzt, da freue ich mich schon so lange drauf. Ich habe wirklich lange, lange gesammelt und lange hantiert und gemacht und getan. Ich hatte noch gehofft, dass ich von Nintendo noch was bekomme. Die hatten mir das zwar zugesagt, aber ich denke, im Laufe der Gamescom haben sie das alles nicht mehr so ganz geschafft und so mir da was zuzuschicken. Ich wollte aber nicht noch länger warten. Deswegen, wenn von denen noch was kommt, verlose ich es halt nochmal extra. Hey Finch, 10.000 Abos. Verdient, gegönnt, gefeiert. Hooray! Party! Aber wir fangen jetzt mal an, als allererstes mit dem Metal-Paket. Ne? Denn ihr wisst, ich bin ein großer Metal-Fan geworden die letzten Jahre. Ich habe es schon immer gehört, aber die letzten Jahre wurde es halt wirklich so, dass ich mich extrem damit auseinandergesetzt habe. Und deswegen habe ich heute 3 CDs für euch, die ich euch gerne schenken möchte und noch einen Zusatzteil, das seht ihr dann jetzt gleich. Das erste ist eine CD von Broken Fate und das ist auch direkt mal die CD, die ich gesponsert bekommen habe vom guten Tobias. Verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich hoffe, es war Tobias. Der hat nämlich eine Band. Ne? Letztes Mal hatte ich Krut mit dabei vom Weidemann, diesmal habe ich Broken Fate mit dabei vom Tobias und cooles Ding hat er mir auch geschickt, habe ich schon reingehört. Natürlich habe ich schon reingehört, ich habe schon lange hier liegen. Ist eine sehr coole CD, ist coole, rockige Metal-Musik. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Als nächstes haben wir dann ein Album von einer Band, was ich, ja, die fand ich schon immer cool, aber irgendwie in letzter Zeit habe ich sie etwas häufiger gehört. Und da das neue Album gerade im Angebot war, dachte ich, ach komm, dann nimmst du das noch mit dazu und habe es bestellt. Und zwar ist es von Feuerschwanz, Madhammer. Eine ziemlich coole Folklore-Metal-Band, ich weiß nicht, wie man es genau nennen soll, sie nehmen sich auch selber nicht so ganz ernst, ist ein sehr, sehr cooles Album mit sehr, sehr vielen coolen Songs drauf. Ich habe selber in dieser Deluxe-Version, wo noch andere Krempel mit bei ist, aber kann man auf jeden Fall sich mal sehr, sehr gut anhören. Ja, und dann natürlich, was für mich, es ist nicht unbedingt das Album des Jahres für mich, aber weil ich halt in letzter Zeit diese Band unfassbar gerne gehört habe, unfassbar viel gehört habe, habe ich gedacht, komm, nimmst du das auch noch dazu, und zwar das neue Album von Sabaton, The Great War. Ist vor kurzem sogar erst erschienen, ne, habe ich also auch noch gekauft und habe gedacht, komm, das Ding
kannst du mit dazu verlosen. So, das heißt, es gibt diese drei CDs und jetzt kommt etwas, was ich auch mega geil finde, was ich auch selber besitze. Hatte ich eigentlich für was anderes gekauft, aber ich denke, komm, pack's noch mit dazu. Passt perfekt zum Metal-Thema. Nämlich einen, ja, ich nenne es mal Getränkebehälter. In Form eines Stormtroopers. Ist das Ding nicht geil? Ich habe es, wie gesagt, selber auch. Habe das Ding jetzt einfach nochmal gekauft und das ist einfach schon cool. Ne? Wenn man da Whisky reinfüllt oder Rum oder meinetwegen auch Cola, ist scheißegal, oder Saft. Ne? Das ist halt, kann man da alles reintun, wie man möchte. Dann sieht das Ganze schon ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, das ist auf jeden Fall das, was noch mit zum Metal-Paket kommt. Ne? Dieser Whisky... Tumblr, nicht Tumblr, dieses Whisky-Ding hier, plus die drei CDs von Sabaton, Feuerschwanz und Broken Fate. Das ist das Metal-Paket. Als nächstes möchte ich euch gerne das Nintendo Switch-Paket zeigen, was ich euch gerne schenken möchte. Und zwar ist das zum einen eine Tasche, die habe ich noch hier rumfliegen gehabt, weil das hatte TomTok mir damals hier zugeschickt. Ihr seht, ist noch neu, das Bändchen ist noch dran. Ich habe sogar die Verpackung hier noch drum. Ne? Eine Switch-Box, ne? Eine ziemlich große Box, die ist ganz cool, da passt ziemlich viel rein. Da passen auch einige Spiele rein und ein Netzteil und so ein Kram, alles von TomTok. Eine Tasche für den Nintendo Switch und zwei Spiele. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass die Jungs mir das zugeschickt haben, und zwar von Strictly Limited Games, mit denen ich ja schon längere Zeit zusammenarbeite, und die haben mir ein Paket zugeschickt. Leute, was gleich noch für die PS4 kommt, ihr werdet abrasten, was auch immer. Und zwar für die Nintendo Switch gibt es zwei Spiele, beide von Strictly Limited Games, beide natürlich noch eingeschweißt und beide auch mit Grußkarte. Und zwar ist das erste Raging Justice für die Nintendo Switch. So, ziemlich, ziemlich cool. Habe ich selber nicht. Ich habe es für die PS4 von ihnen bekommen. Beziehungsweise sie hatten mir beide Versionen geschickt. Eine konnte ich mir behalten, die andere halt verschenken und so. Ich wollte erst die behalten, aber dann hätte ich nur ein Spiel gehabt. Und das war einfach nicht blöd. Deswegen behalte ich es für die PS4 und ihr bekommt es für die Nintendo Switch. So, ne? Einmal das, Raging Justice. Und, was ich mega geil finde, dass sie das mir zugeschickt haben, R-Type Dimensions EX. Voll geil. Ja, das könnt ihr gewinnen. Und natürlich die beiden Grußkarten oder Postkarten mit dazu. Zum Nintendo Switch-Paket kommt noch dazu, das kann ich euch leider jetzt nicht in die Kamera halten, weil mein Drucker leider nicht funktioniert. Das werde ich dann entweder mit per E-Mail dazu schicken oder ich werde es bis dahin noch irgendwie ausdrucken oder per Hand einfach aufschreiben, ich weiß es noch nicht. Und zwar der gute Manuel von Sammlerschutzhüllen.de, mit dem ich auch so zusammenarbeite, der hat mir einen Gutschein zur Verfügung gestellt. Und den packe ich noch mit ins Switch-Paket hinein, weil das PS4-Paket ist um einiges größer von den Spielen her als halt das Switch-Paket. Deswegen kommt zum Switch-Paket noch ein Gutschein über 25 Euro für Sammlerschutzhüllen.de. Ne? Könnt ihr gerne auch mal so auf die Seite gehen. Mache ich immer gerne Werbung für, weil er wirklich coole Schutzhüllen macht und der Manuel einfach ein super Typ ist. Muss man einfach so sagen. Mit dem kann man auf jeden Fall reden. Davon obendrauf noch einen Gutschein für 25 Euro. Hammer! Party! Und jetzt kommt der Oberwahnsinn. Jetzt, das ist also PS4, ne? Ich halte es schon mal so hier hin. Das könnt ihr alles gewinnen. Es sind 6 PlayStation 4 Spiele. Natürlich auch die ganzen Karten von Strictly Limited wieder mit dabei. Das sind nämlich 4 Spiele von Strictly Limited. Ich halte sie extra so rum, damit ihr es noch nicht seht. Ja, wir fangen mal oben an. Das erste Spiel von Strictly Limited Games ist Gundemoniums. Habe ich selber auch. Cooles Shoot'em Up. Ja. Als nächstes kommt ein weiteres Shoot'em Up, nämlich Stardust Galaxy Warriors. Natürlich auch von Strictly Limited Games, ebenfalls mit der Karte mit dabei. Dann von Strictly Limited Games ein kleines Jump'n'Run, nämlich Pankapu. Habe ich auch selber schon im Regal stehen. Auch ein cooles Teil. Sieht ein bisschen aus wie Rayman Legends, wenn ich das mal so erwähnen darf. Dann das letzte Spiel von Strictly Limited Games. Geiles Ding auf jeden Fall, dass sie mir das geschickt haben. Ich habe selber schon in der Collector's Edition da hinten stehen für die Switch. Nämlich Fox and Forests für die PlayStation 4. Auch eine sehr coole Sache, dass ich das mit ins Paket packen kann. Und dann, zu guter Letzt, habe ich noch 2 Spiele gekauft, die ich mit ins Paket packe. Ich bin da ein bisschen eskaliert und ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich die Strictly Limited Dinger noch nicht. Sonst hätte ich mich auf ein Spiel beschränkt. Aber ich habe gedacht, komm, egal, hau sie alle raus. Das erste Spiel ist eins... Ne? Auf jeden Fall ein Ding für die PlayStation exklusiv auch. Ne? Und zwar Horizon Zero Dawn in der Complete Edition. Es ist
leider in Anführungszeichen nur PlayStation Hits geworden. Ich dachte, das wäre die normale Version, aber ich denke, das sollte trotzdem in Ordnung sein. Und das letzte Spiel, was ich gekauft habe für die PlayStation 4, für das PS4-Paket, ist ebenfalls ein exklusives Spiel, und zwar ist es Spider-Man. Eins der für mich besten Spiele des letzten Jahres und hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich dachte, komm, das musst du auch noch mit ins Paket packen. Ja, so, ne? Nochmal eben zusammengefasst. Gundemoniums, Stardust Galaxy Warriors, Pancapo, Fox and Forests, Horizon Zero Dawn und Spider-Man und natürlich die ganzen Postkarten von den Strictly Limited Spielen. Was müsst ihr tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ich hatte erst überlegt, okay, machst du irgendwie ein cooles Gewinnspiel, wo die Leute wirklich irgendwas machen müssen, aber ganz im Ernst, nein, mache ich nicht. Ihr könnt mir einfach in die Kommentare schreiben, also wenn ihr mir irgendwas in die Kommentare schreiben wollt, gerne, haut mir irgendwas in die Kommentare, aber wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr entweder Hashtag Metal, Hashtag PS4 oder Hashtag Switch in die Kommentare schreiben und für jeweils das Paket euch halt quasi anmelden. Dann werde ich da einen Gewinner aussuchen und wie ihr das von mir kennt, ich werde euch dann einfach in den Kommentaren benachrichtigen. Ich mache da kein extra Video zu. Ich los das aus vernünftig und dann hoffe ich, dass es den richtigen Gewinner trifft, der sich darüber freut. So, warum auch immer. Und das nicht weiterverkauft. Ne? So, darum geht's mir. 10.000 Abonnenten. Was für eine krasse Zahl und deswegen gibt's an dieser Stelle von mir auch einen richtig krassen Glückwunsch. Du hast es dir wirklich verdient, Finchi. Freut mich für dich, dass du diese Zahl erreicht hast, diesen Meilenstein. Doch mal ganz ehrlich, kannst du dir diese 10.000 wirklich richtig vorstellen? Ich denke, es wird schwierig. Ich versuche dir es mal ein bisschen zu verdeutlichen, denn wenn jeder deiner Abonnenten dir 1 Euro spenden würde, dann könntest du dir die nächsten 13 Jahre eine Dauerkarte beim FC Bayern München in der teuersten Kategorie kaufen. Du könntest dir natürlich auch 111 Mal das aktuelle Bayern-Trikot gönnen. Haut dich nicht vom Hocker, dann pass mal auf. Du könntest dir nämlich für 10.000 Euro 10.000 Pakete Wufu-Sticks kaufen. Boah, wie frisst denn sowas? Jetzt bist du platt, oder? Das mit dem Spenden lassen wir aber mal. Liked lieber die Videos von Finchi, kommentiert sie und wenn sie euch richtig gut gefallen, dann könnt ihr natürlich auch mal ein Video teilen. Alles Gute und wir sehen uns hier mit Sicherheit beim nächsten Special. Voll vergessen gerade eben. Ich hatte die Anfrage bekommen, wenn derjenige gewinnt, ich hatte ja schon im Vorfeld etwas zu diesem Gewinnspiel gepostet, hier und da, und da hatte jemand gefragt, wenn ich gewinne, wäre es möglich, dass du mir ein Autogramm irgendwo drauf gibst, dass ich irgendwo drauf unterschreibe? Natürlich kann ich das gerne machen. Das heißt, derjenige, der gewinnt, oder wenn ihr teilnehmt am Gewinnspiel, dann möchtet ein Autogramm von mir haben. Schreibt das bitte mit zu dem Kommentar dazu. Dann werde ich euch irgendwo, das könnt ihr euch gerne noch aussuchen, wenn ihr gewonnen habt, ein Autogramm drauf geben. Ist für mich immer noch seltsam, wenn ich das tue, aber ne, ich werde halt danach gefragt. Deswegen biete ich euch das natürlich gerne noch an. So, jetzt aber weiter. Hallo ihr fantastischen Menschen und natürlich vor allem lieber Finchi. Alles, alles Gute und Gratulation zu den 10.000 Abonnenten. Das war ja auch schon längst überfällig und hast du auf jeden Fall vollkommen verdient. Ich liebe einfach deinen Kanal. Ich verfolge den schon so lange und gucke immer mal wieder rein. Ich habe schon so viele schöne Spiele durch dich entdeckt, weil du es einfach immer so schön präsentierst und natürlich deine Ausflüge in die Retro-Schiene ist natürlich für mich als Retro-YouTuber auch immer sehr interessant. Bitte, bitte bleib so wie du bist und ich würde sagen, auf die sechsstellige Zahl, oder? Die kann ja nicht mehr ganz so weit entfernt sein. Macht's gut! Jo, jetzt haben die meisten wahrscheinlich eh abgeschaltet, ne, nach diesem Gewinnspiel. Haben ihren Kommentar hinterlassen. Ist aber vollkommen in Ordnung natürlich. Ich gönne euch das und ich freue mich, dass ihr alle auf meinem Kanal seid. Mittlerweile über 10.000 Leute. Wahnsinn! Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Erstmal natürlich bei meinen ganzen Kollegen, die mir hier Beiträge geschickt haben. Ich hätte noch mehr Beiträge haben können, wäre ich den Leuten vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Eier gegangen. Aber viele hatten noch keine Zeit und haben es wegen der Gamescom jetzt nicht mehr geschafft und. Deswegen, es reicht aber auch so. Es hat mich sehr gefreut, dass die Leute alle mitgemacht haben. Und natürlich bedanke ich mich bei euch da draußen. Denn ohne euch, wie sagt der Pronup das immer so gerne, ne? Wäre ich nur ein Typ, der mit seiner Kamera quatscht. So, ne? Deswegen danke ich mich. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier alle meinen Kanal abonniert habt, meine Videos guckt, kommentiert und das vielleicht sogar cool findet, was ich hier mache. Ja. Cool.
10.000 Abonnenten. Krasse Scheiße. So, dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich könnte noch weiter labern. Ich bin gerade in Laberlaune. Ich mach's aber nicht. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.